Wow! Hallo Leute, willkommen zu diesem neuen Vlog mit der täglichen Aussicht aus dem Bett. Diesmal aber auf die andere Seite, also weil auf der anderen Seite, wo ich sonst immer rausschaue, ist eigentlich nur ein Baum. Sind auf so einem Parkplatz. Jo, da hinten ist das Meer, das sieht man jetzt aber nicht, weil der Baum davor ist. Genau. Und es kommt mit in den weiteren Tag. Ja Leute, einkaufen waren wir jetzt schon einmal für heute. Jetzt geht's weiter Wasser ausleeren und Tank füllen, also Wassertank, Abwassertank auslassen und genau. Und danach geht's nach Puck. Ja, Puck waren wir schon, ist echt schön. Puck ist so ein Platz direkt am Wasser eigentlich. Ja, habe ich nur sehr schöne Erinnerungen daran und ja, dürfte auf keinen Fall verpassen. So, jetzt sind wir da angekommen bei dem Wasserauslassplatz. Hier ist das zum Auslassen. Also und ich mache das immer so, ich zeige euch das einmal, wie das funktioniert. So, das sehe ich in der Kamera eben jetzt. Sehe ich das jetzt quasi, ja, jetzt sehe ich halt nichts mehr und dann kann ich hier jetzt umschalten, das ist der Vorführeffekt normal, das ist jetzt umschalten, dann sehe ich das unten, das ist der Tank und die Seite ist die Seite, wo der Auslass ist und hier sieht man auch schon ganz oben, dass ja da schon der Auslass ist. Jetzt fahre ich noch ein Stück zurück. So, jetzt bin ich quasi drauf. Jetzt kann ich noch mal schauen. Nee, kann ich nicht, weil ich sehe, dass ich den schalten muss. Okay, aber so funktioniert das auf jeden Fall. Ja, viel Rumgetue. Mal schauen. Fließt das Wasser, das Abwasser schön rein. Wir haben dann echt einen Strahl, echt einen krassen Strahl. Ja, jetzt lassen wir das Wasser aus und dann lassen wir das Wasser wieder ein, das frische. Ja Leute, so schnell kann sich das meistens ändern. Folgendes Problem ist, naja, okay, Problem ist es nicht, aber wir haben ja keine Slot, wir zahlen ja alles immer mit Karte. Jetzt ist das Problem, dass es hier nur mit Dings geht, nur mit Münzen und das letzte Mal, wie wir da waren, war das so, dass der gesagt hat, ja, ich zahle das sozusagen mit der Karte und er gibt mir das Cash raus, also er gibt mir das als Radgeld raus und das hat relativ gut funktioniert, deswegen haben wir uns jetzt eigentlich auch nichts dabei gedacht, aber diesmal ist es offensichtlich anders, diesmal hat sie gesagt, dass man scheinbar auf eigenes Risiko gemacht, keine Ahnung, was sie damit meint. Jetzt müssen wir 5 Kilometer zu einer Bitronka-Filiale fahren und dort gibt es einen Bankomaten und bei diesem Bankomaten werden wir jetzt das Cash abheben, dass wir das dann hier reinschmeißen können. Naja, okay, man lernt nie aus. So, also ich habe das ja aufgenommen jetzt vorher, wir waren ja bei dieser Tankstelle, wo man auch Wasser auslassen kann und da haben sie das eben nicht akzeptiert mit der Karte, das haben sie das letzte Mal, ein bisschen weniger als ein Jahr oder knapp ein Jahr, haben sie das akzeptiert, kann man nichts machen, dann haben wir gesagt, okay, fahren wir zum Bankomaten und dann ist mir das aber eingefallen, dass es da ja noch diesen zweiten Platz gibt, wo man Wasser holen kann und dann sind wir zu einer Tankstelle gefahren. Das ist die ich jetzt kurz gefilmt habe vorher auch. Dort haben wir jetzt das Wasser jetzt getankt. Kostenfrei, kein Problem, alles cool. Und das war schon wirklich gut. Jetzt sind wir in Puck, was ich versprochen habe am Anfang des Videos, wo wir eben hinfahren nach Puck. Jetzt sind wir hier in Puck. Hier schaut es so aus.
Und jetzt gehe ich dann mal raus und zeige euch einmal, wie es hier ausschaut. Es ist nämlich direkt am Meer, ist echt ein wunderschöner Platz. Es ist hier echt schön, wie ihr seht, aber das Problem ist, dass halt direkt da hinten eben Bundesstraße ist. Also leise ist es nicht. Leise ist es nicht. Ja, das Wetter beim Herfahren war auch ganz schön krass, war ganz schön warm. Sie, die mich kennen, die OGs unter euch, die wissen, es war wirklich sehr, sehr warm. Also kann man mit Wärme nicht so klar. Ja. Ja, meine Lieben, jetzt werden wir noch off-cam sozusagen den Tag hier ein bisschen genießen. Danke, dass ihr diesmal wieder zugesehen habt und danke, ja, danke, dass ihr wieder zugesehen habt und ich würde mich freuen, wenn ich euch das nächste Mal wieder begrüßen darf, wenn ihr seht, was wir so machen, ein bisschen den Alltag mitnehmen und so, ein bisschen vloggen. Danke fürs Abonnieren und Liken. Ciao.